Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen aktuell mindestens 7 Tage in Isolation. Anschließend können sie sich freitesten. Ab dem 1. Mai jedoch soll die Isolationspflicht wegfallen. Stattdessen wird jedoch dringend empfohlen, sich bei einer Corona-Infektion eigenverantwortlich zu isolieren. Zudem sollen sich Infizierte nur noch 5 Tage in Isolation begeben und Kontakte vermeiden. Nun wird Kritik gegenüber der Entscheidung der Gesundheitsminister laut. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Briesch erklärt seine Bedenken gegenüber Tagesschau. Auf der einen Seite die Mahnung vor dem Virus, auf der anderen Seite die Verharmlosung der Infektion, die ansteckender ist denn je. Besonders für Hochrisikogruppen sei die Gefahr einer Infektion groß. Kritik kommt auch aus den Reihen der Union. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundesfraktion Thorsten Frey hält wenig von den geplanten Lockerungen. Es geht ja um den Schutz der anderen.